Hey Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Scribblenauts Unlimited. Ich spiele den komischen Typen, der seltsam aussieht und einen sehr gesichtsumfassenden Bart hat. Naja, wie auch immer, im letzten Part haben wir das wunderschöne Märchengedöns-Teil hier geschafft und jetzt geht es weiter mit was anderem. Wie wär's mit der Pünktcheninsel? Das klingt doch bezaubernd. Boah, jetzt muss ich auch noch husten. Ich meine, Pünktchen. Es sind Punkte. Punkte sind super. Oder nicht? Was sagst du dazu? Naja, was auch immer. Und hier hole ich mir jetzt auch schon gleich mal wieder ein Jetpack, weil ich ein Jetpack brauchen werde. Naja, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Hallo. Ich will tauchen gehen, bin aber nicht richtig ausgerüstet. Mein Freund, du brauchst Schwimmflügel. Schwimmfüße. Was auch immer, das wollte ich dir eigentlich nicht geben, aber da hast du Schwimmfüße. Was stimmt damit nicht? Dann eben eine Taucherbrille. Dem anderen war die ja nicht gut genug. Da, jetzt kannst du tauchen gehen. Zwar ist das bestimmt ganz schmutzig, das sehe ich von hier aus. Kann man ja die Hand vor Augen nicht mehr erkennen in dieser Brühe. Ihre schöne Stimme hypnotisiert mich. Sirene. Stumme, du wirst nie wieder reden. Ich hab dich gerettet, Seemann. Oh, hi Sirene. Ich bin so einsam, verstärke meine Stimme, um meinen Freund zu finden. Na klar, wie wär's damit? Laute. Oh, da hast du aber eine schicke Rothaut geangelt. Habe ich die Mission jetzt geschafft? Ja, habe ich. Der Ruf der Sirene. Bezaubernd. Wirklich, wirklich bezaubernd. Hi. Zieh mich wie ein Wikinger an und ich werde Kapitän des Schiffs sein. Okay. Wikinger, Kostüm. Hey, Vicky. Der Wikinger. Zieh mich wie ein Pirat an. Ich werde Kapitän dieses Schiffes sein. Augenklappe. Mit einem Ja, genau so sahst du vorhin auch aus. Das macht Sinn. Hallo. Ich bin gestrandet. Gib mir etwas, um ein Rettungssignal zu senden. Kaputte, explosive Leuchtpistole. Viel Glück damit. Ich halte lieber Sicherheitsabstand. Da! Wie hat das funktioniert? Okay. Du bist ein Pirat. Grandiose Übersetzung. Wenn jemand das Wetter ändert, könnte ich die schwebende Burg finden. Klar, wie wäre es mit einem schokoladigen Sturm? Weiß nicht, ob wir den schon mal hatten, aber schokoladiger Sturm. Zieh das rein. Ja. Der Schokoladensturm weiß die Richtung zum... Oder weiß den Weg zum... Wo willst du denn hin? Zum Haus im Himmel. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Und wie ist die Luft da drüben? Aha. Okay, wir sehen uns dann später. Meine Ölplattform brennt, bitte lösche das Feuer. Alter, du hast eine Ölplattform, du bist reich. Kannst du nicht selber machen. Wasser. Gewässer. Plop, 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 plop. Okay, das war wohl nichts. Riesiger, heldenhafter Feuerwehrmann. Mhm, der ist richtig heldenhaft. Mach das Feuer kaputt. Idiot! So sollte er trinken. Idiot, ich hasse dich. Hallöchen! Ohne Militärschiff bin ich kein richtiger Kapitän. Na klar, wie wär's mit einem Flugzeugträger? Damn, er ist ein Flugzeugträger. Da möchte ich jetzt einen Feuersturm. Eine Pokémon-Attacke. Das wird wunderschön. Ja, mein Fisch. Sie haben mein Schiff versenkt. Kann ich da nicht? Öl. Oh, yeah. Das wird nichts. Wir lassen ihn einfach mal so stehen. Ich schau, ich bin ganz klein. Hi! Was gibt's hier noch zu tun? Hallo? Hallo? Dieser Ort ist fantastisch, aber ich bin hilflos. Durch, du besonnene Frau. Wie wär's dann mit einem Ritter? Bam! Hm. Hochtrabender Wächter. Mhm, und ich bin wieder normal groß. Mhm, das ist bezaubernd. Hi.
hilft dem Leuchtturmwärter dabei, seinen Leuchtturm sicher durch den Sturm zu bringen. Es wird meine Ehre sein. Naja, Ehre ist ein großes Wort dafür, aber... Na klar, warum nicht? Mach ich halt mal. Okay, ihr seid schon mal fleißig an der Arbeit mit euren Sandsäcken. Ey, du hast ja echt eine Leuchtpistole. Das war meine Idee. Die ist kaputt und explosiv. Die würde ich nicht wirklich benutzen. Aber du machst das schon. Was ist das für ein Helikopter? Da kommt ein Sturm, der die Insel überfluten wird. Die Frau des Leuchtturmwärters braucht etwas, in dem sie ihre Wertsachen aufbewahren kann. Ja, das ist mein Geldbeutel. Sack. Da. Ja, genau. Ey, du hast ihn liegen lassen. Nein, nee, der fliegt hinterher. Na klar, warum nicht? Das sah bescheuert aus. Was gibt's noch zu tun? Wir bekommen in diesem Sturm keinen Empfang. Erschaffe etwas Langes und Dünnes, das unser Signal verstärkt. Wie wird's mit dem Penis? Antenne. Da ist eine Antenne. Und keine Satellitenschüssel. Ganz recht. Los, warum schwebt die? Irgendwas ist hier gerade heute ziemlich buggy, muss ich sagen. Okay. Ja, das scheint mir ein ziemlich gutes Signal zu sein. Oh nein, das Wasser steigt. Die Insel wird überflutet. Die Lampe des Leuchtturms muss so lange über Wasser bleiben, bis die Flut zurückgeht. Sonst läuft das Schiff auf. Na ja, dann kümmere ich mich mal herum. Da sieht so aus, als ob er so reden würde. Ballon. An die Glocke. Bezaubernd. Noch ein Ballon. An die Glocke. Noch ein Ballon. An die Glocke. Das klappt nicht. Schwimmreifen. Schwimmhilfe, natürlich. Da. Echt? Schwimmen da? Passt das? Nein? Das waren die Missionen. Schütze die Laterne vor der steigenden Flut. Gib mir den nächsten Tipp. Gib mir den nächsten Tipp, alter Mann! Probiere es mit einem Objekt, das Wasser beseitigen kann. Na, oh, natürlich. Schwamm. Badezubehör. Rein. Ja. Ja. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Exakt so und nicht anders. Jeder, der was anderes sagt, ist ein gemeiner, dreckiger Lügner. Mhm. Hey, Verstärkung oder Vorräte sind... Ah, natürlich. Danke, dass du einen Stern geworfen hast, Mann. Arsch. Mag den nicht. Okay, was gibt's hier? Star Ride. Yeah. Eine dunkle Nacht der Flut. Ja, es war eine sehr dunkle Nacht und eine Flut war das auch. Da war alles dabei. Alles, was das Herz so begehrt. Naja, fast alles. Was gibt's denn hier? Oh Gott. Oh Gott, das ist mir zu lang, die Mission hier. Machen wir die. 1 und 8. Das sollte eigentlich noch schaffbar sein jetzt. Hoffe ich doch. Willkommen in Syntaxstation. Oh ja, yeah, hier wird's richtig abgespaced. Ich hab grad richtig viel meinen Bildschirm vollgesabbert, als ich gespaced gesagt habe. Hi Cowboy. Meine Kuh wollte über den Mond springen und steckt jetzt draußen fest. Bring sie zurück. Nein, ich möchte die Kuh. Kuh. Muh. Kann ich auf die reiten? Muh. yeah. Freust du dich? Cool. Space Cowboy. Alter, sehr, Alter, das ist nur ein dünner Draht und kein Seil. Der Schüler hat den Meister gefangen genommen. Ich bin bereit, um seine Freiheit zu verhandeln. Wir sind mit einer köstlichen Banane. Hm? Willst du die Banane? Du willst die Banane? Da. Nee, blöder Affe. Super intelligenter Affe. Ah, nee. Echte Menschen! Gib ihnen eine Umgebung, in der sie posieren können. Nee. Dreckiges, altes Auto. Kleinwagen. Das sieht mir nach Menschheit aus. So. Nein, das wird wohl so nichts.
Wie wäre es dann mit einer Palme? Bezaubernd. Warum willst du Käse, Mann? Ach so. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Hi, verrückter Professor. Du bist doch nicht verrückt, oder? Hilf mir, den blauen Teleporter zu testen, indem du etwas darauf platzierst. Okay. Kleines, winziges Nilpferd. Das ist dein großer Auftritt, Nili. Los, Nili, du schaffst es. Hör auf, ihn anzugreifen. Okay, das war seltsam. Das war sehr, sehr seltsam. Wo sind die nächsten Missionen? Aha, hallo, junge Frau. Hilf mir mit meinem Fitnessprogramm, während ich von der Erde fort bin. Na klar. Hantelbank. Hantel. Da, trainier. Oh yeah, Workout in der Schwerelosigkeit. Wir haben auf der Flucht einen Leuchtkäfer erwischt. Nun versperrt ihr mir die Sicht. Kannst du helfen? Ja, klar. So. Weg damit. Das haben sie nicht vorausgesehen. Nein, das haben sie nicht. Wir konnten uns keine Tickets leisten und nun droht sie uns damit, uns durch die Luftschleuse zu schicken. Ticket. Manchmal ist es zu einfach, muss ich schon sagen. Da. Da. Perfekt. Wo ist denn die letzte Mission? Letzte Mission. Oh, du bist doch die letzte Mission, oder? Du siehst mir schon so aus. Ja. Ich habe an den Satellit gedacht, aber ich habe die Spionageausrüstung vergessen. Hilfst du mir? Ja, klar. Spionageausrüstung. Laser. Loser. das macht mich glücklich. Es schwebt jetzt einfach so ein Trott rum. Ein viel besser aussehender Geheimagent, als du es bist. Aber es ist auch keine Spionageausrüstung. Spionageausrüstung. Ein Handy vielleicht. Damit kann man viel spionieren. Da. Ja. Genau, so funktioniert das. Die Kuh will also wieder weg. Aber sie kann nicht. Blöde Kuh. Infiltriere die Weltraumstation, um den Supercomputer abzuschalten. Alles klar, das werde ich erledigen. Mit Freuden sogar. Vielleicht ein bisschen Freude, aber das werden wir gleich sehen. Helikoptermann. Gehirn. Hamster. Menschen. Schalter. Scheint eine spannende Mission zu werden. Der Bund der bösen Wissenschaftler ist zurück. Oh nein! Gewinne ihr Vertrauen, um dich ins Gelände einzuschleichen. Der Jetpack des ersten Wissenschaftlers funktioniert nicht. Ungeladenes. Das braucht eine Batterie. Eine Autobatterie. Rein damit. Finde ich interessant. Das ist halt... Hey, du bist voll freaky drauf, Mann. Dem bösen Tierarzt fällt es schwer, Tiere im Weltraum zu finden. Zeige ihm ein Tier, das ohne Schwerkraft leben kann. Ohne Schwerkraft. Kolibri. Fliege, Kolibri. Ja, bezaubernd, oder? Ja, das ist bezaubernd. Dem Neurowissenschaftler fällt es schwer, diesem Gehirn etwas beizubringen. Hilf ihm dabei, es mit Wissen aufzufüllen. Lehrer. Den habe ich schon so oft hergeholt. Diesmal ist wieder der Gelehrte dran. Der scheint mir immer cleverer zu sein. Los, bring dem Gehirn was bei. Nein, Trottel. Gehirn mit Wissen füllen. Lexikon. Und rein damit. Ah, du bist ein schlaues Gehirn. So ein Schwachsinn. Der Robohamster ist ganz groß geworden. Hilf dem Roboter-Ingenieur, auf dem Robohamster zu reiten. Ja, ein Sattel vielleicht. Wie wär's damit? Ja. Der Friseur hat einen... Friseur, ich hasse dieses Wort, wenn es so geschrieben wird. Hat einen teuflischen Haarschnitt im Sinn, aber ihm fehlt das Werkzeug. Gib ihm etwas, womit er die Haare des Emo-Jungen schneiden kann. Riesige, stumpfe. Verdammt. Katana. So, riesiges Katana. Bäm. Zing. Oh yeah, das war gemein. Na, Stargate, wo bringst du mich hin? Aha. Sehr beeindruckend.
Der letzte Raum scheint leer zu sein. Finde einen Weg, um die Weltraumstation abzuschalten. Das war aber schwer. Was bist du für ein Arsch? Leck mich mal. Gefangen! Wenn der Supercomputer abgeschaltet wird, sollte die Weltraumstation Energie verlieren und der Käfig geöffnet werden. Okay, schalte den Supercomputer ab. Wie wär's mit Wasser? Computer mögen kein Wasser. Oh nein, das tun sie nicht. Wasser. Gewässer. Da rein. Nerd. Ach, kaputt. Arschloch. Dann eben TNT. Machen wir es eben auf die grausame Art und Weise. Fernzünder. Der Nerd schwebt hier einfach rum, der freut sich wahrscheinlich und... Kaboom! Oh yeah. Stirb, du Cyborg. Stirbst du? Ja, du scheinst tot zu sein. Ich bin glücklich und ich habe ein Starrite bekommen. Yay, Starrite! Down, down, down. Infiltration der Weltraumstation. Abgeschlossen. Level vervollständigt. Hurra. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Scribblenauts-Part und meine Güte, noch 3 Welten. Es wird knapp. Ja, das wird es. Bis zu besagtem nächsten Part und tschüss.